Das gemeinsame Mieter-, Mitglieder- und Kundenfest von SWG, WGS und Stadtwerke Sangerhausen hat eine lange Tradition. Auch 2018 soll diese fortgesetzt werden und so sind die Unternehmen gemeinsam mit der Agentur Werbeprojekt derzeit fleißig am Planen und Organisieren. Regelmäßige Treffen vor Ort gehören da dazu. Bei einer dieser Besprechungen auf der Wiese an der Kreuzung Georg-Schumann-Straße-Wilhelm-Köhnen-Straße waren wir ebenfalls dabei. Und jeder verriet uns einige Details vom diesjährigen Fest. Und so wollen wir auch hier vor der Kamera allen das Wort geben. Also es ist ja dieses Jahr schon das 21. Mal, wo wir drei Unternehmen zusammen feiern und so ein schönes, großes Fest zusammen vorbereiten. Und zwar findet es dieses Jahr wieder an einem Samstag statt, der 9. Juni. Und die Uhrzeit, also um 11 Uhr geht's los, also alle schon mal vormerken, um 11 ist der Start. Aber es gibt dieses Jahr einen neuen Platz. Wo wird es stattfinden? Also wir feiern genau an einer neuen Stelle, also wie man hier rundherum sieht. Es ist im Stadtteil Südwest, Ecke Wilhelm-Köhn-Straße, Georg-Schumann-Straße. Es hängt auch schon ein großes Banner da, sodass man jetzt schon sieht, wo wir in 3-4 Wochen feiern. Das Motto in diesem Jahr ist Sangerhausen im Wandel der Zeit. Und wie wird dieses Motto umgesetzt werden während des Festes? Neben dem Festzelt, was wir ja in jedem Jahr hier haben, wo Sie dann auch Show, Spaß und Unterhaltung erwartet, gibt es in diesem Jahr ein Ausstellungszelt, wo zum einen auch der Sangerhäuser Geschichtsverein hier anwesend ist, der viele Objekte und besonders Fotos präsentieren wird. Man kann sich dann auch einzelne Fotos aussuchen und die auch käuflich erwerben, wenn man das möchte, für ein kleines, geringes Entgelt. Also für die Kinder gibt es ein tolles Angebot an Sachen, die sie erleben können. Wir haben eine riesengroße Hüpfeburg in einer Drachenform. Gibt es so in Deutschland auch nur einmal. Und dann haben wir noch einen Kinderflohmarkt. Dort haben die Kinder die Möglichkeit, Sachen zu verkaufen, sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und das macht halt sehr viel Spaß. Das Buratino bietet zudem auch noch ein schönes Programm für die Kinder. Zum Beispiel Kinderschminken, Kindertrommeln, all sowas. Das ist sehr schön. Wer von den Kids jetzt sagt, Mensch, da möchte ich mitmachen, möchte auch was verkaufen, muss der sich vorher anmelden? Grundsätzlich ja, aber es wird auch einfach keiner weggeschickt. Man muss halt bloß darauf achten, dass man halt Tische und Stühle selber mitbringt, weil sowas wird halt nicht gestellt. Der Festplatz wird 11 Uhr eröffnet mit dem Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Oberröppling. 11.30 Uhr begrüßen die Gastgeber. Unternehmen mit dem Oberbürgermeister und der Rosenkönigin die Gäste. Und ab dann geht's los. Wir haben zu Gast die Red Roses Ladies der AWO, den Schulchor und die Theatergruppe des Geschwister-Scholl-Gymnasium und den Tanzverein der Rosenstadt GmbH. Und ab 14 Uhr ist dann, wie im vergangenen Jahr, die Party-Shakers aus Berlin zu Gast bei uns. Also es gibt wirklich für jeden etwas. Gibt es noch einen wichtigen Hinweis für die Gäste? Ja, wir feiern wieder auf einer Festwiese. Es wäre sicherlich gut, wenn man mit festem Schuhwerk kommt. Natürlich wird punktum auch vom Mieterfest in den Nachrichten berichten. Und unser Team würde sich freuen, auch vielen unserer Zuschauer dort zu begegnen. Also vormerken, 9. Juni 2018 ab 11 Uhr im Sangerhäuser Stadtteil Südwest.